بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله بس على بام ماسس بمهاتسجن الله زيجن هايل بمهاتسشكايت ذا نفتم بروفيتن محمد صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, nachdem wir gestern über die zweite Stufe des Iman vollständig gesprochen haben, und zwar über den Iman, gehen wir heute über, inshallah ta'ala, zur dritten Stufe, nämlich dem Ihsan. Und nochmal als kurze Wiederholung, wir haben ja gesagt, dass die islamische Religion, oder besser gesagt die Religiosität eines einzelnen Menschen, besteht aus drei Stufen, wie aus dem Hadith von Jibril a.s. entnommen, und zwar Islam, Iman und Ihsan. Und wir haben gesprochen, wann Islam und Iman das Gleiche bedeutet und wann beide Begriffe unterschiedliche Bedeutungen haben. Und wir sind jetzt beim Thema angelangt, Al-Ihsan. Ich lese erst einmal den Teil vor, den wir heute inshallah ta'ala vorhaben durchzugehen. Und danach werden wir erläutern, inshallah. Der Autor sagte, rahimallahu ta'ala, die dritte Stufe ist der Ihsan. Seine Säule ist eine einzige, wie im folgenden Hadith, dass du Allah so anbetest, als wenn du ihn siehst. Und wenn du ihn auch nicht sehen kannst, so sieht er dich. Auf Arabisch, an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa'illam dass du Allah so anbetest, als würdest du ihn sehen. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, so sieht er dich. Der Beweis ist die folgende Aussage des Erhabenen. Inna Allah ma'al ladhina attaqawwa alladhina hum muhsinun. Gewiss, Allah ist mit denjenigen, die Gottesfürchtige sind und Gutes tun. Surat An-Nahl, Surah 16, Vers 128. Und auch die folgende Aussage des Erhabenen: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Und verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen, der dich sieht, wenn du aufrecht stehst und deine Stellungswechsel unter denjenigen, die sich niederwerfen. Er ist ja der Allhörende und Allwissende. Surat Ash-Shu'ara, Surat 26, Vers 117 bis 220. Und ebenso sagt der Erhabene, alles geht noch um den Ihsan, sinngemäß übersetzt, und mit keiner Angelegenheit befasst du dich und nichts liest du davon an Koran und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass wir über euch Zeugen sind. Und der Beweis aus der Sunna, der bekannte Hadith von Jibril, alayhi salatu wassalam, der Hadith von Umar, der Berieferte von Umar, radiallahu ta'ala anhu, eines Tages waren wir bei Allahs Propheten, sallallahu alayhi wasallam. Wir saßen bei ihm, da erschien ein Mann vor uns mit sehr weißen Gewändern und sehr schwarzem Haar. An ihm war keine Spur der Reise zu sehen und von uns kannte ihn keiner. Schließlich setzte er sich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und lehnte seine Knie gegen dessen Knie, legte seine Handflächen auf seine Oberschenkel und sagte, O Muhammad, unterrichte mich über den Islam. Da sagte Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam, Islam ist, dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Dass du das Gebet verrichtest, die Zakat entrichtest, im Ramadan fastest und zum Hause pilgerst, wenn es dir möglich ist. Er sagte, du hast recht. Und wir waren erstaunt, dass er ihn fragte und ihm dann recht gab. Er sagte, erzähle mir vom Iman. Er sagte, du sollst an Allah glauben, seine Engel, seine Bücher, seine Propheten, den letzten Tag und die göttliche Bestimmung, das Gute und das Schlechte davon. Er sagte, du hast recht.
Er sagte, erzähle mir vom Ihsan. Er sagte, es bedeutet, dass du Allah so anbetest, als würdest du ihn sehen. Aber auch wenn du ihn nicht sehen kannst, so kann er dich sehen. Er sagte, erzähle mir von der Stunde. Er sagte, der Befragte weiß es nicht besser als der Fragende. Er sagte, erzähle mir dann von ihren Zeichen. Er sagte, die Sklavin wird ihre Herrin zur Welt bringen. Und du wirst die barfüßigen, nackten, mittellosen Hirten wetteifernd im Bau hoher Gebäude sehen. Dann ging er fort und blieb für eine Weile. Dann sagte er, das heißt, der Fragende ging fort. Dann sagte er, O Umar, weißt du, wer der Fragende war? Ich sagte, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, er war Jibril, er kam zu euch, um euch eure Religion zu lehren. Das ist der Teil, den wir inshallah ta'ala heute vorhaben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben. Und wenn wir mit dem letzten Hadith gleich beginnen und einen Kommentar dazu sagen, so ist dies eine gewaltige Errungenschaft und eine große Sache, wie mit der Allah subhanahu wa ta'ala die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam geehrt haben, dass sie nicht nur, dass sie in der Zeit gelebt haben, in der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gelebt hat, nicht nur, dass sie dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegenüber saßen und von ihm direkt gehört haben und ihn gesehen haben, sondern auch noch, der Engel Allah subhanahu wa ta'ala kommt zu ihnen in die Sitzung, was zweifellos ein Ausdruck der Zufriedenheit Allahs ist mit den Leuten, die dort waren, und eine Barmherzigkeit Allahs, dass sie solche Bekanntschaft machen durften mit einem Propheten und mit einem Engel Allahs. Möge Allah mit den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam zufrieden sein. Der Autor sagte, die dritte Stufe der Ihsan. Ihsan kommt vom arabischen Verb Hasuna. Hasuna ist schön werden, gut werden. Al-Husn ist die Schönheit, das Gute. Und dementsprechend bedeutet Ihsan Gutes tun oder das Wohltun. Und jeder Mensch weiß, dass man kann immer seine Pflichten erfüllen, aber man kann auch darüber hinaus noch mehr machen, als nur seine Pflichten erfüllen. Und das soll mit dem Wort Ihsan ausgedrückt werden. Das heißt, es ist eine Stufe über Islam und über Iman. Die Stufe der besonders gläubigen Menschen, die mehr tun, als nur, dass sie den Pflichten, dass sie den Sünden aus dem Weg gehen und dass sie ihre Pflichten bei Allah subhanahu wa ta'ala erfüllen. Ihsan besteht aus einer einzigen Sache. Also wir haben diesen Begriff erstmal jetzt sprachlich erklärt, was Ihsan bedeutet. Und jetzt erklärt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was damit religiös gemeint ist. Denn es gibt immer, wie wir gesagt haben, eine sprachliche Bedeutung, das ist klar. Aber sehr oft gibt es auch eine religiöse Definition von dem, was wir meinen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass du Allah so anbetest, als würdest du ihn sehen. Und dann sagte er, auch wenn du ihn nicht sehen kannst, so wisse, dass er dich sehen kann. Dieser Hadith ist in Sahih Muslim überliefert worden. Und dieser Hadith sagt natürlich genau das aus, was wir brauchen. Und dafür gibt es auch Beweise für die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder Hinweise, besser gesagt, aus dem Eden Koran Karim. Wir wollen diesen Hadith erst einmal ein bisschen besser verstehen. Was bedeutet es, Allah subhanahu wa ta'ala so anzubeten, als würde man ihn sehen können? Denn wir können ihn ja nicht sehen. Aber trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam von uns verlangt, ihn anzubeten, als würden wir ihn sehen. Also muss es irgendetwas geben, was damit gemeint sein kann, sonst könnten wir das ja gar nicht umsetzen. Versteht ihr? Weil wir können Allah subhanahu wa ta'ala nicht sehen. In diesem Leben kann man ihn nicht sehen, erst im nächsten Leben.
Aber wenn wir nicht sehen können, dann wie sollen wir den Hadith umsetzen? Naja, der Hadith hat sich selbst erklärt. Er sagt nämlich am Ende des Hadithes, auch wenn du ihn nicht sehen kannst, so wisse, dass er dich sieht. Insofern bedeutet dieser Hadith Folgendes. Es impliziert, es beinhaltet eine vollkommene Überzeugung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du bist vollkommen davon überzeugt, dass Allah existiert, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich sehen kann, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich beobachtet, dass Allah subhanahu wa ta'ala jede einzelne Aussage, die du tätigst, hören kann. Das heißt, das ist der erste Punkt. Das beinhaltet absolute Überzeugung von den Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, die damit zusammenhängen. Zweitens, dass man Allah azza wa jal nicht nur einfach anbetet, wie viele Menschen es nur machen, das heißt diese Bewegungen machen, sondern, liebe Geschwister, dass man Allah subhanahu wa ta'ala mit Sehnsucht anbetet. Denn wenn du Allah azza wa jal sehen könntest, das können wir nicht beschreiben, wie das ist, wir wissen nur vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass das das schönste und höchste Geschenk im Paradies sein wird. Also das ist eine Sache, die ist unvorstellbar. Denn egal, was du dir vorstellst, Allah ist nicht so. Und es ist das Beste im Paradies, yani besser als, dass du im Paradies dir wünschst, so viel zu essen, wie du willst, besser als, dass du wünschst, Schlösser zu haben, besser als, dass du wünschst, yani, ein König zu sein, besser als, dass du wünschst, zu fliegen, besser als, dass du dir wünschst, besser als, dass du jeden Wunsch, den du hast, dir in Erfüllung geht. Besser als all das ist es, Allah subhanahu wa ta'ala in sein Gesicht schauen zu dürfen. Und deswegen geht es hier um Sehnsucht, geht es um Wunsch. Das heißt, du betest Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur an aus Angst vor der Strafe und betest ihn nicht nur an aus Hoffnung auf die Belohnung, sondern du betest ihn auch an, aufgrund von Sehnsucht nach ihm, weil du sein Wohlgefallen erlangen möchtest, weil du möchtest, dass er mit dir zufrieden ist. Anders ausgedrückt, du empfindest Freude am Gebet. Du empfindest Lust am Gebet. Ihr kennt den Unterschied zwischen einer Person, die es eilig hat und die hofft, dass der Imam endlich Allahu Akbar sagt und nicht so lange Koran liest und er denkt an was ganz anderes. Und eine andere Person, die sagt, ich wünsche, der Imam würde noch viel länger lesen in seinem Gebet. Ich wünsche, der Imam würde das Gebet noch viel mehr in die Länge ziehen. Okay? Die zweite Person, das ist die Person, die mit Lust und Freude betet. Die ihren Herrn anbetet und natürlich gemeint ist, alles, was gesetzlich in Ordnung ist. Also es kann sein, eine Person empfindet Freude aus unterschiedlichen Gründen. Ich meine natürlich religiös begründete Freude, wie zum Beispiel, er hört die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben diesen Einfluss auf ihn, dass er sich wünscht, weitere Worte Allahs zu hören. Das ist natürlich das, was wir in erster Linie meinen. Weil du kannst ja auch, die schöne Stimme kann dir auch gefallen, wenn der Imam schöne Stimme hat, kann dir auch gefallen. Aber ob das jetzt genau gemeint ist mit dem, was wir meinen, ist nicht so das, was wir hier meinen. Diese Person, die nämlich Allah subhanahu wa ta'ala so anbetet, als würde er ihn sehen können, warum ist das so eine wertvolle Sache? Weil jemand, der Allah anbetet, mit Freude und Lust und im Trachten nach seinem Angesicht, diese Person ist ganz weit entfernt von einer der gefährlichsten und schlimmsten Sünden überhaupt, nämlich der Riya. Der Riya. Das ist, wie gesagt, dass man einen Gottesdienst macht, um gesehen zu werden. Und das hört man auch aus dem Wort heraus. Riya besteht aus der gleichen Wortwurzel wie Ra'a. Ra'a heißt sehen. Und die gemeint ist eben mit dem Riya die Augendienerei, dass man also betet und etwas macht in seinem Gebet, damit andere Leute einen sehen. Aber jemand, der betet aus Freude, damit, weil er vor Allah steht, der hat Riya überhaupt nichts am Hut. Tayyib. Dann sagt der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala erstmal uns alle natürlich auf die Stufe des Ihsan erheben, aber auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, liebe Geschwister, damit wir auch keine falsche Vorstellung haben,
Diese drei Stufen, Islam, Iman und Ihsan, es ist nicht so, dass der Muslim entweder im Islam-Stufe ist oder im Iman-Stufe ist oder in der Ihsan-Stufe ist. Sondern es kann sein, dass du heute im Ihsan bist und gestern warst du im Islam. Und morgen bist du im Iman. Und noch genauer, es kann auch sein, dass dein Dhuhr-Gebet in der ersten Raka'a warst du auf der Stufe des Ihsan. In der zweiten Raka'a warst du auf der Stufe des Iman. Und so weiter und so fort. Das heißt also, wir müssen wissen, es ist immer wieder eine neue Motivation für uns, dass wir versuchen, auf die Stufe des Ihsan bei Allah subhanahu wa ta'ala zu kommen. Nicht, dass jemand denkt, ich bin auf Ihsan angekommen und jetzt bleibe ich dort für immer. Nein, das ist immer wieder eine neue Herausforderung. Am Anfang jedes Gottesdienstes musst du versuchen, Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Ich denke, diese Sache ist inshallah ta'ala klar. طيب, gehen wir weiter zu der folgenden Ayah. Er sagt, der Beweis für das, was wir gerade gesagt haben, ist, Allah sagte, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Wahrlich, Allah ist mit denjenigen, die gottesfürchtig sind und Gutes tun. Natürlich erstmal der sprachliche Zusammenhang, bevor wir zum religiösen Zusammenhang kommen. Der sprachliche Zusammenhang, das heißt, Muhsinun. Muhsinun ist im Arabischen der Plural von Muhsin. Muhsin ist der Gutes Tuende. Und ihr hört wieder die drei Buchstaben heraus. Ha, Sin und Nun. Muhsin. Und das ist die gleiche Wortwurzel wie von Ihsan. Und die gleiche Wortwurzel von Hasan und Husn. Und das ist immer im Arabischen, wie gesagt. Damit man ein Wort sehr gut verstehen kann, muss man schauen, aus welchem Wort ist es abgeleitet, was die Wortwurzel. Und dann schaut man alle Worte an, die mit dieser Wortwurzel im Zusammenhang stehen. Und dann wird einem viel klarer, was mit dem einen Wort gemeint ist. Aber das ist das sprachliche Zusammenhang. Muhsinun, sagt Allah in dieser Ayah. Und wir reden vom Ihsan. Das ist der sprachliche Zusammenhang. Okay, was ist jetzt der religiöse Zusammenhang? Warum hat der Autor diese Ayah erwähnt? Was will er damit zeigen? Wir sagen, Allah sagt ja, Allah ist mit denen, die gottesfürchtig sind. Das heißt auf Arabisch, die Taqwa haben. Und was heißt Taqwa nochmal? Taqwa, haben wir gesagt, kommt zum arabischen Wort Wiqaya. Und Wiqaya heißt Vorsichtsmaßnahme. Das heißt, es sind diejenigen, die sich vor Allah vorsehen. Sie haben Furcht vor Allah und sehen sich vor ihm vor. Okay, wenn jemand sich vor Allah vorsieht, dann wird er was machen? Er wird nichts machen, was Allahs Zorn erregt. Das heißt, er wird nichts Verbotenes machen. Und gleichzeitig wird er seine Pflichten erfüllen. Denn wenn er die Pflichten nicht erfüllt, hat er eine Sünde begangen. Das ist sozusagen der Taqwa-Teil dieser Ayah. Allah ist, haben wir gesagt, mit denen, die Taqwa haben und die Ihsan haben. Also wenn die Leute Taqwa haben, dann das heißt, er macht schon keine Sünde mehr jetzt. Gemeint ist natürlich meistens, ja. Er macht keine Sünde mehr und erfüllt seine Pflichten. Also kommt jetzt der Ihsan dazu, also muss der Ihsan etwas anderes sein, als nur die bloße Pflichterfüllung und die Unterlassung der Sünden. Und deswegen haben wir gesagt, Ihsan bedeutet Wohltun, mehr zu tun, als von einem nur verlangt ist. Deswegen ist die Ayah ein Beweis dafür, dass es verschiedene Stufen gibt, und dass es eine Stufe gibt von Iman und Islam. Und darüber hinaus gibt es eine Stufe von Ihsan. Und dann sagt der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, die folgende Aussage Allahs: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ, und verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen, الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومِ, der dich sieht, wenn du aufrecht stehst, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, und deine Stellungswechsel unter denjenigen, die sich niederwerfen. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, er ist ja der Allhörende und Allwissende. Surat al-Shu'ara, wie gesagt. طيب, was hat die Ayah mit dem Zusammenhang? Erstmal, lass uns die Ayah verstehen. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, vertraue, tawakkal, auf den Allmächtigen und Barmherzigen. Allahu Akbar. Wir haben öfter über Tawakkul gesprochen.
über das Gottvertrauen gesprochen. Und wir haben gesagt, Gottvertrauen, jeder weiß, was Vertrauen heißt. Man verlässt sich auf jemanden. Aber letztendlich, was bedeutet es religiös? Religiös bedeutet letztendlich, dass du handelst nach dem Gesetz Allahs. Denn wenn du nach dem Gesetz Allahs handelst, das heißt, du gibst Sadaqa, du machst deine 5 Gebete und so weiter und so fort, weil du verlässt dich darauf, du verlässt dich auf Allah, dass er dich dafür im Jenseits belohnen wird, und du verlässt dich auf Allah, dass er dich in diesem Leben aufgrund dieser guten Taten recht leiten wird, den rechten Weg zeigen wird. Das ist Gottvertrauen. Letztendlich, du handelst nach der Scharia Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und dann sagte er, erwähnte er 2 seiner Namen, subhanahu wa ta'ala. Alle seine Namen sind schöne Namen und schönste Namen. Er sagt Al-Aziz Al-Rahim. Hier ist Al-Aziz übersetzt mit dem Allmächtigen. Bleiben wir bei dem Begriff des Allmächtigen. Ja, gibt es einen besseren Gott? Gibt es ein besseres Wesen? Gibt es einen besseren Lebendigen als jemanden, auf den man sich verlassen kann, als jemand, der zu allem imstande ist, der Macht hat über alle Dinge? Deswegen, der Begriff hier passt wunderbar zum Gottvertrauen. Denn wenn ich mich verlassen würde auf jemanden, der schwach ist, der eben nicht das erfüllen kann, worauf ich mich, weswegen ich mich auf ihn verlassen will, dann habe ich ein Problem. Okay? Und gleichzeitig, subhanallah, ist er Ar-Rahim, der Allbarmherzige. Damit du nicht denkst, dass er dich im Stich lässt. Und damit du nicht denkst, dass irgendeiner seiner Anordnungen schlecht für dich ist und weil es anstrengend ist. Es kann sein, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von dir etwas, was dem äußeren Anschein nach anstrengend ist. Wie das Fasten zum Beispiel. Wenn wir schon mittendrin sind, statt nur dabei. Das Fasten, kein Mensch bezweifelt, dass das eine Form von Anstrengung ist. Und der eine hat Hunger und der andere ist an seinen Kaffee morgens gewöhnt und kriegt seine Kopfschmerzen. Okay, aber guck mal die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Erstens, es ist Barmherzigkeit von den Menschen zu den Menschen. Du fühlst, was andere fühlen. Du bist eher gewillt, anderen Menschen zu helfen. Du verstehst, was es bedeutet, wenn jemand sagt, er hat Hunger. Du zeigst deine Barmherzigkeit anderen Menschen. Das ist die Rahma. Und woher kommt die Rahma? Von Allah Azza wa Jal. Denn alle Barmherzigkeit, die wir untereinander teilen, ist eine Barmherzigkeit von 100 Barmherzigkeiten Allahs, wie der Prophet uns mitgeteilt hat, sallallahu alaihi wa sallam. Dann guck mal, der Allerbarmer, der Barmherzige, wenn du fastest in diesem Leben, du wirst im nächsten Leben nicht mehr fasten. Das heißt, wer in diesem Leben durstig ist für Allah, der wird im Leben nach dem Tod nicht mehr durstig sein. Nicht mehr. Denn er wird einmal zu trinken bekommen, einen Trinkbecher, durch die Hand des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und dann wird er nie wieder danach durstig sein. Aber die Sache gilt nur für die Muslime. Und sie sind diejenigen, die fasten. Deswegen, das ist die Barmherzigkeit Allahs. Man schaut auf das Ergebnis. Man schaut nicht kurzfristig, engstirnig, was heute passiert, morgen passiert. Man schaut auf lange Zeit. Wieso lange Zeit? Wir schauen sogar auf die Zeit nach dem Tod, was passieren wird. Deswegen der Gläubige, wie gesagt, schaut nicht nur auf das Ereignis, was unmittelbar bevorsteht, in dem er sich jetzt gerade befindet. Jetzt hat er Hunger. Ja, na und? Aber er hat Hunger, damit er später keinen Hunger hat. Und der ungläubige Mensch, er hat jetzt keinen Hunger, er ist jetzt satt, damit er, Gott bewahre, später Hunger hat und Durst hat. Und er will uns davor bewahren. Deswegen verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen, verlasse dich auf ihn, egal was er sagt. Wenn er dir sagt, diese Sache ist haram, diese Arbeit ist haram, verlass sie, unterlass sie, dieser Vertrag ist ein Zinsen, ist haram, mach es nicht. Dann sagst du, ja, aber dann habe ich keine Wohnung, habe ich kein Haus und habe ich kein Auto. Und dann denkst du, das ist keine Barmherzigkeit. Und du denkst, die Scharia macht es dir anstrengend. Nein, verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen. Sein Gesetz ist für dich Barmherzigkeit. Nicht, was die Menschen sagen. Die Menschen, was sie sagen, ist Qual. Das hat den äußeren Anschein nach Barmherzigkeit. Das Ende davon ist eine Qual. Bei Allah Azza wa Jal, wer es verstanden hat, weiß, es ist Barmherzigkeit in diesem Leben und Barmherzigkeit im nächsten Leben. Und verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen, der dich sieht, wenn du aufrecht stehst und deine Stellungswechsel unter denjenigen, die... Aus.
wenn du aufrecht stehst, gemeint ist im Salah, im Gebet. Und dein Stellungswechsel unter denen, die sich niederwerfen. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Hier können wir auf eine sprachliche Sache hinweisen. Und zwar heißt es, diejenigen, die sich niederwerfen. Wer ist damit gemeint, mit denjenigen, die sich niederwerfen? Damit sind diejenigen gemeint, die beten. Weil die Niederwerfung ist der edelste Teil des Gebetes. Und deswegen gibt es im Arabisch und auch in anderen Sprachen, nennt man manchmal eine Sache gemäß dem Teil einer Sache. Du sagst also die Niederwerfung, damit ist gemeint das Gebet. Deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte einmal zu einem seiner Gefährten, A'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Das heißt, hilf mir dabei. Der Sahabi wollte mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies zusammen sein. Dann sagte er, hilf mir dabei, indem du dich häufig niederwirfst. Ist damit gemeint, dass er die ganze Zeit Niederwerfung macht, Kopf auf den Boden, Kopf auf den Boden, Kopf auf den Boden? Bestimmt nicht. Sondern gemeint ist das Salah. Okay? Und deswegen auch hier in diesem Fall, Allah subhanahu wa ta'ala teilt uns in dieser Ayah mit, dass er diese kleinen Details sieht, die unser einer aus einem Kilometer schon nicht mehr erkennen könnte. Aber Allah azza wa jal, hoch erhaben ist er, über seinem siebten Himmel, über dem Thron, er sieht dich, o Prophet, wie du stehst und wie du deine Stellung wechselst in Ruku' und wieder hoch und in Sujud und dich hinsetzt. All diese Bewegungen sieht er, subhanahu wa ta'ala. Er ist ja der Allhörende und Allwissende. Inna huwa as-sami'u al-alim. Also, als würde er dir auch sagen, ich sehe nicht nur, dass ich alles sehen kann, was du machst in deinem Gebet, sondern ich höre sogar deinen Tasbih, dein Subhanallah im Sujud, dein Subhanallah im Sujud, dein Subhanallah al-Azim im Ruku' und so weiter und so fort. Subhanallah. Und deswegen sehen wir, und dann sagt er, Al-Alim, Al-Sami', der alles hören kann, und Al-Alim, als würde er dir sagen, das nennt man auf Arabisch, Atfu al-Ami al-Khas. Das heißt, nachdem er spezielle Beispiele, einzelne, vereinzelte Beispiele erwähnt hat, erwähnt er dir eine Aussage, die diese einzelnen Beispiele umfasst und alles andere zusätzlich. Also würde er sagen, subhanahu wa ta'ala, ich sehe deine Bewegung, ich höre deinen Tasbih und ich weiß alles. Also nicht nur das, sondern noch darüber hinaus. Merkt ihr diese Steigung in dieser Ayah? Aber das ist, wie gesagt, nur wenn man die Ayat Allah subhanahu wa ta'ala verinnerlicht, sieht man, dass jeder Name und jedes Wort hat seine Stelle im Koran al-Karim. Und es würde nicht passen, wenn diese Stelle anders ausgetauscht würde, statt As-Sami' al-Alim, zum Beispiel, Entschuldigung, As-Sami' al-Alim, ausgetauscht durch irgendetwas anderes. طيب. Darüber hinaus, diese Ayah macht also die Gegenwart Allahs uns klar. Die Gegenwart Allahs, damit ist gemeint auf Arabisch Al-Ma'iyyah. Das heißt, dass Allah mit uns ist. Und wir von Ahl Sunnah wal Jama'a, wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist und gleichzeitig ist er mit uns. Weil das Zusammensein bedeutet nicht, dass man unbedingt mit einer anderen Person am gleichen Ort ist. Ich kann mit dir, sogar unter den Menschen, ich kann mit dir zusammen sein, gedanklich, ohne dass ich mit dir am gleichen Ort bin. Wenn das also für Menschen gilt, dann gilt das erst recht für Allah subhanahu wa ta'ala. Also wenn ich sage, das Zusammensein unter den Menschen muss nicht bedeuten, dass wir am gleichen Ort sind, dann sagen wir auch für Allah subhanahu wa ta'ala, muss es nicht unbedingt das bedeuten. Weil sonst wäre ja Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr über seinem Thron subhanahu wa ta'ala. Und diese Ayah soll uns diese Ma'iyyah, dieses Zusammensein verdeutlichen. Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, er ist oben, aber gleichzeitig denke nicht, dass er so weit weg ist, dass er dich nicht mehr sehen kann. Und nur weil er Engel eingesetzt hat, die aufschreiben, was du sagst und was du tust, heißt nicht, dass er nicht selbst, subhanahu wa ta'ala, Zeuge über alle Dinge ist.
Und der Zusammenhang natürlich zwischen dieser Ayah und dem Thema Ihsan ist deutlich in der Hinsicht, dass Allah sagt, dass er dich sieht, o Prophet, in deinem Gebet und wie du dich bewegst. Und wir haben gesagt, Ihsan bedeutet ja, zu glauben oder zu Allah so anzubeten, als würde man ihn sehen. Und dann sagt der Prophet zu dir nochmal, auch wenn du nicht sehen kannst, so sieht er dich. Also mach dir bewusst, dass er dich sehen kann. Und diese Ayah soll dir das bewusst machen. Diese Ayah stärkt unser Bewusstsein, dass wenn wir beten, dass wir beobachtet werden. Auch die Tatsache, dass wir glauben, dass Engel bei uns sind. Und das ist auch die Wahrheit. Auch wenn wir sie nicht sehen können. Wir können viele Dinge nicht sehen. Aber das ist eine Wahrheit. Und das alles hilft dir dabei, dass du dich von Sünden entfernst, weil du weißt, dass du gesehen wirst. Nicht nur von den unmittelbaren Geschöpfen um dich herum, sondern dann ganz wichtig von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt der Autor, auch die folgende Ayah und die folgende Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Beweis. Allah sagte, und mit keiner Angelegenheit befasst du dich und nichts verliest du davon an Koran und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass wir über euch Zeugen sind. Diese Ayah bekräftigt noch einmal das, was wir vorhin gesagt haben und drückt es noch ein bisschen stärker aus, weil das Wort Shahida, daher kommt das Wort Shahida in dieser Ayah, was mit Zeugen übersetzt worden ist, bedeutet, das Verb bedeutet, Shahida bedeutet bezeugen oder anwesend sein. Bezeugen und anwesend sein. Und das ist noch mehr als nur zu jemanden, also gesehen zu haben. Ja, weil wenn ich dir sage, ich sehe dich, dann kann es sein, ich bin weit entfernt von dir, aber wenn ich bei einem Ereignis anwesend war, dann drückt das eine unmittelbare Nähe aus. Wie dem auch sei, bezeugen tut man nur, wenn man sich von einer Sache in der Regel hundertprozentig sicher ist oder zumindest davon überzeugt ist. Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt alles, weil er alles sieht und alles weiß. Tayyib, für diese jetzt sagt der Autor, möge Allah ihn belohnen, der Beweis aus der Sunna ist der bekannte Hadith von Jibril. Den Hadith haben wir gerade eben vorgelesen und ich werde ihn jetzt nicht noch einmal wiederholen, den langen Hadith, wo Jibril a.s. den Propheten s.a.w. befragt, was ist Islam, was ist Iman, was ist Ihsan, wann ist die Stunde und was sind die Anzeichen der Stunde. Diese fünf Fragen. Denn diese Fragen, die meisten davon, sind ja genau Gegenstand unseres Unterrichtes und die haben wir ja beantwortet. Wir haben über den Islam gesprochen, dann über Iman gesprochen und heute haben wir über den Ihsan gesprochen. Und mit dem Tag der Auferstehung und die Anzeichen, wir haben über den Tag der Auferstehung gesprochen, über die Anzeichen haben wir nicht gesprochen, das kann man an anderer Stelle, inshallah ta'ala, machen. Wir gehen über, inshallah ta'ala, zu der dritten Grundlage. Wir gehen zur dritten Grundlage über. Ich lese kurz den Teil vor, den wir inshallah ta'ala uns vornehmen möchten. Das heißt, die dritte Grundlage, die Erkenntnis eures Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sein Name ist Muhammad. Er lebte 63 Jahre, 40 davon vor seiner Prophetie und 23 als Prophet. Seine Prophetie begann mit Lis. Und seine Gesandtschaft begann mit Zugedeckter. Und seine Heimat ist Mekka. Allah schickte ihn, um vor dem Polytheismus zu warnen und schickte ihn, um zum Monotheismus zu rufen. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fa'kabbir wa thiyabaka fa'tahhir wa rujza fa'hjur. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. O du Zugedeckter, stehe auf und warne und deinen Herrn den preise als den Größten und deine Gewänder die reinige und die Unreinheit des Götzendienstes die meide
und halte nicht deinen Dienst vor und halte ihn nicht für zu groß und ertrage standhaft alles für deinen Herrn. Surat al-Muddathir 74, 1-7. Der Autor erklärt uns gleich die Bedeutung der Ayat und sagt, die Bedeutung von steh auf und warne, qum fa'anzir, ist, vor dem Polytheismus zu warnen und zum Monotheismus zu rufen, zum Tawhid. Und deinen Herrn den Preise bedeutet, verherrliche ihn mit dem Monotheismus. Und deine Gewänder, die reinige, bedeutet, reinige deine Taten vom Polytheismus. Und auch die Reinheit, dann heißt es, und die Unreinheit, die meide, mit Unreinheit sind die Götzen gemeint. Und meide bedeutet, sie im Stich zu lassen und die Lossagung von ihr und ihren Anhängern. 10 Jahre rief er zum Monotheismus auf und nach weiteren 10 Jahren stieg er in den Himmel auf, wo ihm die 5 Pflichtgebete angeordnet wurden. Er betete in Mekka 3 Jahre lang und danach wurde ihm die Auswanderung nach Medina befohlen. Das ist der Abschnitt, den wir uns heute, inshallah ta'ala, zusätzlich noch, hätten wir am Anfang auch vorlesen sollen, aber inshallah ta'ala, das wollen wir heute auch noch machen, inshallah ta'ala. Tayyib. Es geht jetzt also, nachdem wir die Kenntnis über Allah, die Kenntnis unserer Religion, jetzt geht es um die Kenntnis unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeder Muslim soll bestimmte Dinge oder muss bestimmte Dinge über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam kennen. Ich sage extra vorsichtig, muss und soll. Es gibt Dinge, die muss man wissen, es gibt Dinge, die sollte man wissen. Also als Muslim, jemand, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt und sich über ihn auskennen will, der muss diese Informationen kennen. Dazu gehört, was bedeutet es also, Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu kennen? Wir sagen unter anderem die folgenden 5 Punkte. Seine Abstammung, dann sein Alter, als zweites Alter, Geburtsort, Auswanderungsort, diese Sachen. Dann sein Leben, wo er es verbracht hat, als 3. Punkt. Dann, wodurch er zum Propheten und zum Gesandten Allahs wurde. Denn du glaubst ja, dass er der Gesandte Allahs ist, warum? Und womit wurde er gesandt? Diese 5 Punkte. Man kann sie auch anders einteilen, das ist kein Problem. Aber das sind so Dinge, die wir jetzt besprechen möchten. Seine Abstammung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stammt von Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ibrahim, sein Sohn Ismail, ist der Urgroßvater unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwischen dem Propheten Ismail und beziehungsweise Ibrahim sind viele Großväter, bis es schließlich zu einer Person gelangt, die Quraysh hieß. Und diese Person Quraysh, zwischen ihr und einer weiteren Person gab es weitere Großväter, bis es zu einer Person kam, die Hashim hieß. Und Hashim hat einen Sohn gehabt, hat mehrere Söhne gehabt, aber einen gehabt, der heißt Abdul Muttalib. Und Abdul Muttalib, er hat einen Sohn gehabt, der Abdullah hieß. Und Abdullah ist der Vater von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagen wir immer umgekehrt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sohn von Abdullah, Sohn von Abdul Muttalib, Sohn von Hashim. So. Und Hashim hat einen ganzen Stamm. Deswegen sagt man die Banu Hashim. Die Kinder von Hashim. Das sind die Hashimiten sozusagen, was man heutzutage sagt. Und wenn wir weiter nach oben gehen, gibt es eine Person, die hieß Quraysh. Und das ist sozusagen der noch größere Stamm, wenn man das in Kreisen ausdrücken möchte. Das heißt, der Stamm der Banu Hashim ist Teil des Stammes der Banu Quraysh. Und die Qurayshiten sind sozusagen das Volk, das in Mekka gelebt hat und dort auch regiert hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stammt von diesem Quraysh-Stamm ab
Aber von welchem Teil? Vom Teil der Banu Hashim, die Söhne von Hashim. Und Hashim ist sozusagen einer seiner Großväter. Wenn wir sagen, Abdullah ist sein Vater, dann ist Abdul Muttalib sein Urgroßvater und Hashim eben sein Urgroßvater. Das ist sozusagen, sollte man wissen, über die Abstammung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, was damit unter anderem ausgesagt werden soll, ist, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam erstens von bekannter Abstammung ist, denn es ist eine Art Erniedrigung für einen Menschen, wenn er nicht weiß, woher er kommt, auch wenn es natürlich bei Allah nicht ihm hilft, zu wissen, woher er kommt. Also er muss durch Iman und rechtschaffene Tat sich beweisen. Aber für die Da'wa des Propheten sallallahu alaihi wasallam war das sicherlich hilfreich. Weil erstens, wir wissen, woher er kommt, und zweitens, wir wissen, dass er von edler Abstammung ist. Denn wäre er von nicht edler Abstammung, hätte ihm das mit Sicherheit geschadet bei der Da'wa zum Islam. Tayyib. Zweitens haben wir gesagt, Alter und Geburtsort und wohin er auch, Alter und Geburtsort. Der Autor sagt, sein Name ist Muhammad. Natürlich, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ist der bekannteste seiner Namen. Ansonsten hat Allah ihn im Koran auch Ahmad genannt, denn so hat ihn auch Isa alaihi salatu wasalam angekündigt. Und auch zu seinen Namen gehört Al-Mahi und Al-Hashir, wie er es selbst gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Aber Muhammad ist der bekannteste seiner Namen, sallallahu alaihi wasallam. Und kommt von Hamida. Hamida heißt loben oder preisen. Und Muhammad reimt sich mit Mufa'al und bedeutet immer eine Sache, die mit der Sache gemacht wird. Was wird mit ihm gemacht? Er wird gelobt. Das ist also wie ein Partizip. Der Gepriesene, der Gelobene. Das heißt, derjenige, der bei Allah subhanahu wa ta'ala gelobt ist. Und was sein Alter angeht, so wissen wir, dass er sallallahu alaihi wasallam 63 Jahre lang gelebt hat. Und das zeigt, hier zeigt sich, dass obwohl er sallallahu alaihi wasallam durchschnittlich lang gelebt hat, weil er sagte, meine Umma lebt durchschnittlich zwischen 60 und 70 Jahren, hat er kein besonders langes Leben gehabt. Und das zeigt, dass ob eine Person besonders lange lebt oder besonders kurz lebt, ist kein Zeichen, ob er bei Allah geliebt ist oder nicht. Also auch wenn du eines Tages der, kann ja sein, du bist eines Tages der älteste Mensch auf der Welt, dann darfst du nicht denken, dass Allah dich deswegen liebt. Und es zeigt auch, dass es geht nicht um die Anzahl Jahre, die man verbracht hat, in erster Linie. Sondern es geht in erster Linie um was? Um wie man diese Jahre ausgenutzt hat. Und der Beweis ist, Nuh alayhi salatu wassalam, der Prophet Nuh, hat 950 Jahre unter seinem Volk verweilt. Aber trotzdem hat der Prophet sallallahu alayhi wasallam gesagt, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ich bin der Führer der Menschheit. Ich bin der Führer der Kinder Adams. Und ich sage das nicht aus Überheblichkeit. 63 Jahre ist er alt. War er von Anfang an Prophet? Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will. Allah azza wa jal hat seinem Propheten Jesus alayhi salatu wassalam eingegeben, Wahi eingegeben, als er noch in der Wiege war, als ein Baby. Muhammad sallallahu alayhi wasallam, er hat die Eingebung, Al-Wahi, erst bekommen, als er 40 Jahre alt war, sallallahu alayhi wasallam. Insofern lebte er 40 Jahre als ein in Anführungsstrichen gewöhnlicher Mensch und 23 Jahre lang als ein Nabi. Und wir haben ja über den Begriff Nabi schon lange und öfter gesprochen und gesagt, natürlich manchmal man benutzt den Begriff Prophet, aber wir sollten wissen, dass das arabische Fachwort im Islam bedeutet Nabi. Das ist jemand, der Wahi von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Wenn wir sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat 40 Jahre lang, 40 Jahre lang war er kein Prophet und danach 23 Jahre war er ein Prophet, ein Nabi. Was war er denn 40 Jahre lang? Wir sagen,
wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat und fügen der Sache nichts hinzu und auch nichts weg. Das heißt, Allah sagt im Koran al-Karim, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. In Surat al-Duha sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er hat dich, Allah hat dich als einen, entweder übersetzt mit Irregehenden, das heißt jemanden Irregegangenen, das heißt jemand, der nicht den Weg kennt, vorgefunden, und dann hat er dich recht geleitet. Und das ist die Wahrheit. Warum wusste er nicht, sallallahu alaihi wa sallam, den Weg? Weil er den Islam nicht kannte. Das heißt, der Islam als Religion, die Offenbarung, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, die kannte er nicht. Er wusste nicht, wie er Allah anbeten soll. Deswegen war er auf dem Irrweg. Und wenn Allah ihn nicht gerettet hätte, dann wäre er geendet wie viele andere Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm durch den Wahi beigebracht, wer Allah wirklich ist. Das heißt, Allah hat ihm beigebracht, Allah seine Eigenschaften, seinen Namen. Allah hat ihm beigebracht, woran er zu glauben hat. Allah hat ihm beigebracht, was am Tag der Auferstehung geschehen wird, wie er sich in diesem Leben zu verhalten hat, und so weiter und so fort. Deswegen, Allah sagte nicht, وَوَجَدَكَ كَافِرًا, sondern er sagte, وَوَجَدَكَ ضَالًا. Das heißt, er hat dich als Ungläubigen vorgefunden, sondern er hat dich als Irregegangenen vorgefunden. Und daraufhin hat er ihn recht geleitet, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wir glauben, dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auch vor seiner Berufung zum Nabi kein Kafir war, sondern er war im Gegenteil ein Muwahhid. Muwahhid bedeutet auf Arabisch jemand, der den Tawhid umsetzt. Und damit ist damals nicht viel gemeint, außer dass er niemals, sallallahu alaihi wa sallam, sich für einen Götzen niedergeworfen hat. Er hat niemals zu einem falschen Gott gebetet. Denn sie kannten Allah als den höchsten Herrn. Und für seine Fitra war schon klar, wenn es einen höchsten Herrn gibt, dann reicht es, wenn ich zu ihm alleine bete. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer nur zu Allah gebetet. Und er hat für niemanden außer Allah geopfert. Er hat niemals geschworen bei einem anderen außer Allah. Und so weiter und so fort. Alles, was Schirk ist, hat er nie begangen. In diesem Sinne war er ein Muwahhid. Und natürlich auch, wie die Gelehrten sagen, gab es damals Überbleibsel der Religion Abrahams, a.s.w. der Scharia von Ibrahim. Denn zur Scharia von Ibrahim gehörte das Heiraten. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat auch geheiratet. Das heißt, auch für die damaligen Menschen war Zina etwas Haram und etwas Verächtliches. Gab es zur Zeit des Propheten Scheidung, auch gehört zur Scharia. Genauso gab es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam die Hajj. Es ist auch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Hajj gemacht hat, bevor der Wahi zu ihm kam, sallallahu alaihi wa sallam. Ja. Insofern wissen wir, dass er, sallallahu alaihi wa sallam, ein Muwahhid war und niemals ein Mushrik gewesen ist, sallallahu alaihi wa sallam. Tayyib. 40 Jahre vor seiner Prophetie und dann 23 Jahre war er dann Prophet, das heißt Nabi. Oder auch Rasul, denn wir wissen, unser Prophet Muhammad war nicht nur Nabi, sondern war auch ein Rasul. Okay, womit begann seine Prophetie? Der Prophet auf Arabisch heißt Nubuwah. Nubuwah, womit begann es? Mit dem Wort Iqra. Denn das ist das erste Wort, was er bekommen hat. Das ist das erste Wort, das er vom Al-Wahi bekommen hat. Also ist er durch dieses Wort zu einem Nabi geworden, sallallahu alaihi wa sallam, aus Surat Al-Alaq, Surah Nummer 96. Iqra. Das heißt, damit begann, in dem Moment wusste er das ein, oder in dem Moment wurde er zu einem Nabi. Seine Gesandtschaft, das heißt seine Risala, das heißt, dass er Rasul ist, nicht nur Nabi ist, sondern Rasul ist, begann mit dem Wort, Ya ayyuhal muddathir, O du Zugedeckter, Qum fa'anzir, steh auf und warne. Steh auf und warne. Und hier an dieser Stelle verstehen wir, warum manche Gelehrte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen barmherzig sein, der Meinung sind, dass der Unterschied zwischen einem Nabi
und einem Rasul derjenige ist, dass dem Nabi Wahi eingegeben wird, aber er ist nicht damit beauftragt worden, diesen Wahi anderen Menschen zu verkünden. Und der Rasul ist derjenige, dem Wahi gegeben worden ist, der aber dem aufgetragen worden ist, diesen Wahi zu verkünden. Denn er wurde durch Iqra zu einem Nabi und durch Qum fa'anzir oder Ya'i wal-Muddathir Qum fa'anzir zu einem Rasul. Und das ist vielleicht sogar die Ansicht der meisten Gelehrten. Muss aber nicht unbedingt ein Widerspruch sein zu dem, was wir gesagt haben. Dann heißt es weiter, seine Heimat ist Mekka. Mekka ist die Hauptstadt der aller muslimischen Länder. Mekka ist die Stadt im Westen des Hijaz. Der Hijaz ist der westliche Teil der arabischen Halbinsel. Und die Stadt Mekka wird im Koran Karim an zwei Stellen erwähnt. Die Stadt Mekka wird auch Bakka genannt. Kommt im Koran einmal als Mekka vor, einmal als Bakka mit B. Beides sind Namen für die gleiche Stadt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist dort geboren und dort aufgewachsen. Und das ist zweifellos, und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, die beste Stadt auf der gesamten Welt, die edelste und beste Stadt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Außer einer Ansicht von Imam Malik, dass er der Ansicht war, dass die Stadt Medina wertvoller ist als die Stadt Mekka. Allah schickte ihn, sallallahu alaihi wasallam, um vor dem Polytheismus zu warnen. Das ist die eine der Fragen, die wir gesagt haben. Wir wollen wissen, was ist seine Botschaft? Seine Botschaft ist Vorsicht vor dem Schirk und widmet euch dem Tauhid. Allah schickte ihn, um vor dem Polytheismus zu warnen und schickte ihn, um zum Monotheismus und zum Tauhid aufzurufen, sallallahu alaihi wasallam. Das ist die zentrale Botschaft. Und alles, was wir im Islam hören, alles und wirklich alles, ist abgeleitet von La ilaha illallah. Denn egal, was du machst, und du berufst dich auf den Islam, dann berufst du dich auf das, was Allah subhanahu wa ta'ala, der eine und einzige Gott, angeordnet hat. Und wenn es nur darum geht, dass du deinen Nachbarn gut behandelst, so machst du das, damit Allah mit dir zufrieden ist. Das heißt, alles dreht sich um La ilaha illallah. Und der Beweis, sagt er, ist die folgende Aussage des Erhabenen subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt er die Ayat aus Surat al-Muddathir, die wir bereits erwähnt haben. Ja, ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Oh, du wirst zugedeckt, steh auf und warne. Und so weiter. Jetzt erklärt er, was heißt zu warnen? Die Ayah ist allgemein. Aber warum dürfen wir nicht die Ayah interpretieren gemäß einem Teil der Bedeutung? Dürfen wir. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat er nur gewarnt vor dem Schirk? Nee, sicherlich hat er auch gewarnt vor Riba, vor Zina, vor vielen Sachen. Aber ich darf eine Interpretation, ein Beispiel rausnehmen und die Ayah demgemäß interpretieren. Und das bedeutet nicht, dass ich alle anderen Bedeutungen ausschließe. Diese Regel haben wir öfter erwähnt. Und das Wichtigste oder die gefährlichste Sache, vor der er gewarnt hat, war der Schirk. Und deswegen sagt der Autor, steh auf und warne bedeutet, vor dem Polytheismus zu warnen. Vor dem Schirk zu warnen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Begriffe Schirk und Polytheismus, das Polytheismus kann man sagen, ist ein Teil des Schirk. Besser ist immer den Begriff, im arabischen Begriff zu verwenden. Denn wir verstehen im Islam unter Schirk mehr als nur die Vielgötterei, Polytheismus. Deswegen immer besser, wenn wir den Begriff Schirk verwenden. Die Bedeutung von Steh auf und warne ist, vor dem Polytheismus zu warnen und zum Monotheismus zu rufen, zum Tauhid. Auch hier besser den Begriff Tauhid verwendet, weil der Tauhid impliziert drei Aspekte, wie wir gesagt haben. Und Monotheismus impliziert nur einen Aspekt, nämlich die Uluhiyya. Und deinen Herrn den Preise, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, sagt er, das bedeutet, verherrliche ihn mit dem Tauhid, zweifellos. Die beste Art, die du Allah Azza wa Jalla lobpreist, indem du ihn anbetest, indem du zu ihm alleine Dua machst, indem du nur für ihn alleine opferst, und so weiter und so fort. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ,
und deine Gewänder, die reinige, in erster Linie wieder auch vor dem Schirk. Reinige sie vor, reinige deine, er sagte, bedeutet, reinige deine Taten vor dem Polytheismus. Denn man sagt auch im übertragenen Sinne, dass man eine saubere Weste behalten möchte, dadurch, dass man keine schlechten Sachen macht, keine Unsittlichkeiten begeht. Und was gibt es Schlimmeres als Schirk? Dadurch macht man sich seine Weste dreckig. Aber natürlich auch im wortwörtlichen Sinne sind wir angeordnet, wie wir uns zum Gebet aufstellen, unsere Gewänder reinzuhalten. Also unsere Kleider müssen tahir sein, sauber sein, damit wir beten dürfen. Also tahir im islamischen Sinne. Oder rein im islamischen Sinne. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ Und die Unreinheit, die meide, damit ist in erster Linie die Unreinheit des Schirk gemeint. Denn Unreinheit gibt es im übertragenen Sinne und Unreinheit gibt es im wirklichen Sinne. Das heißt metaphorisch und wirklich. Und beide Arten von Unreinheit sollen wir meiden. Denn wenn mir gesagt, wenn eine Ayah sich interpretieren lässt, gemäß zwei Bedeutungen und beide schließen sich nicht gegenseitig aus, dann nehmen wir beide Bedeutungen. Die wirkliche Bedeutung von Unreinheit, wie Najasa, zweifellos, die muss man meiden, damit man beten darf. Wenn man unrein ist, man macht sich sauber. Aber auch die Unreinheit im übertragenen, metaphorischen Sinne, und zwar die Unreinheit des Götzendienstes. Und darauf weist der Koran hin. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, innama al-mushrikuna najas. Die Götzendiener sind najas. Das heißt, sie sind Unreinheit. Sie sind unrein. Und das ist hier gemäß der meisten Gelehrten gemeint, die Unreinheit im übertragenen Sinne. Das heißt, wie eine Person, die kein Wudu hat, sie hat keine Unreinheit, die man sehen kann, aber sie hat eine Unreinheit gesetzlich gesehen. Das ist, was wir meinen mit Unreinheit im übertragenen Sinne. Und dann sagt er, وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, das heißt, die Unreinheit, die meide, meide bedeutet, sie im Stich zu lassen. Das heißt, ihr aus dem Weg zu gehen, sich von ihr loszusagen, denn die Lossagung, liebe Geschwister, ist eine zweite Sache. Also es kann sein, eine Person, sie macht keinen Schirk, aber sie sagt sich davon nicht los, dann gehört sie immer noch zu den Muschrikin, Gott bewahre. Denn stell dir vor, eine Person sagt, ich begehe keinen Schirk, aber das ist in Ordnung. Dann hat sie sich davon nicht losgesagt. Eine Person sagt, ich begehe keinen Schirk, aber das ist auch eine Art und Weise, wie man sich seinem Herrn nähern kann. Wie die Christen, die Juden machen. Dann diese Person hat sich nicht vom Schirk losgesagt. Okay? Deswegen, nicht nur muss man es vermeiden, unterlassen, sondern man muss auch sich davon distanzieren, sich davon lossagen. Und auch von seinen Anhängern. Der Gläubige hat Loyalität gemäß zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu den gläubigen Menschen. Und liebt Allah und seinen Gesandten und die gläubigen Menschen. Dann sagt der Autor, 10 Jahre rief er zum Monotheismus und danach weitere 10 Jahre rief er zum Monotheismus auf und nach weiteren 10 Jahren stieg er in den Himmel auf. Das hört sich ein bisschen missverständlich an. Es muss eigentlich heißen, 10 Jahre rief er zum Monotheismus auf und dann stieg er zum Himmel auf. Weil der Prophet, wenn du sagst 10 und 10, das würde sich anhören, als wäre er in der medinensischen Periode aufgestiegen. Aber er ist ja vor der Auswanderung aufgestiegen, sallallahu alaihi wasallam. Da ich einiges sagen wollte zu dieser zur Himmelsfahrt des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, al-Mi'raj, verschieben wir die Worte darüber auf die folgende Sitzung, inshallah ta'ala, und mache an dieser Stelle Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.